Da ist eine Spinne. Hast du eigentlich Angst vor Spinnen oder hast du keine Angst vor Spinnen? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich freue mich, dass du da bist zu True Fear, einem Wimmelbildspiel, was allerdings erst ab 12 Jahren freigegeben ist. Nur, dass du vorgewarnt wirst, es könnte echt sein, dass es etwas gruseliger wird. Und ich habe ein Medaillon aus dem Sand gezogen. Jetzt fehlt mir hier in dieser Wimmelbild-Szene, die ich letzte Folge schon angefangen habe, immer noch der Aschenbecher. Ein leeren Aschenbecher. Ich sehe aber leider keinen. Ha! Warum ist das da draußen so laut? Die fahren mit ihren Motorrädern, wir machen immer Randale. Nee, das ist ja kein Aschenbecher. Komm her, du Gruselpuppe. Wo ist der Aschenbecher? Ach, das soll ein Aschenbecher sein. Ja, okay. Wenn du das sagst. Dies könnte nützlich sein. Ein Lineal. Na gut. So, was habe ich hier noch? Könnte ich den Hammer haben? Ein Metallgriff eignet sich hervorragend, wenn man durch einen Stromschlag getötet werden möchte. Man kann ihn nicht mehr reparieren. Warum würde jemand sowas machen? Gute Frage. Kann ich nicht den Stecker einfach rausziehen? Es wäre vielleicht einfacher. Und was ist das denn? Du hast eine Sammelfigur gefunden. Diese Figuren erzählen dir ihre Geschichte. Schaue dir im Bonusmaterial deine Sammelfigurenkollektion an und erhalte weitere Informationen zu den Charakteren und der Geschichte. Zeig mal her, meine Sammlung. Ach, guck mal, cool. Briefträger. Er arbeitet bei einem lokalen Unternehmen. Wenn man dort anruft, dann stellen sie die Post umgehend zu. Warum hat Hesa mir den Brief als Eilpost geschickt und nicht einfach angerufen? Meine Telefonnummer steht doch im Telefonbuch. Sie hätte sie ganz einfach finden können. Wenn es wirklich dringend war und sie Probleme hatte, warum ist sie dann nicht selbst hierher gekommen? Und wenn der Brief heute Abend versendet wurde, warum sieht dieser Ort aus, als wäre er schon seit Jahrzehnten verlassen? Ja, das weiß ich allerdings auch nicht so genau. Was ist hier denn? Ha, man könnte das sicherlich mit einem dünnen Gegenstand öffnen. Zum Beispiel mit einem Lineal. Ich versuche besser was anderes. Das ist ein dünner Gegenstand. Macht das uff! Okay, ein Cuttermesser. Eine Sicherung. Hurra! Sehr gut. Und liegt da oben auf dem Fernseher was in Brief? Ja. Dem Anschein wurde die Heilanstalt vor Jahren geschlossen. Aber wer beantwortet dann meine Briefe? Sie haben mir unzählige Einladungen geschickt. Dark Falls Heilanstalt. Ich habe etwas gefunden, das eine Seite aus dem Tagebuch meiner Schwester ist. Ach so, genau. Ich möchte immer noch die Treppe reparieren. Stimmt. Dafür brauche ich wahrscheinlich schon den Griff oder so. Jetzt gucke ich erstmal hier. Was ist da? Oh. Ein Schraubenschlüssel. Ja, nimm den mit, den Schraubenschlüssel. Kannst du das mal aufmachen? Ich brauche einen speziellen Schlüssel. Ja, nee, ist schon klar. Okay. Ist hier noch was? Ganz schön dreckig. Auf keinen Fall hat hier die letzten Jahre jemand gelebt. Oh, Bretter. Oh, aber noch nicht viele, leider. Leider nicht viele. Hm, hier ist nichts weiter bei dem Aquarium. Ich würde sagen, ich setze jetzt erstmal die Sicherung ein. Dann kann ich mich in der Küche noch umschauen. Zack. Repariere die Sicherungsstecke, die schaltet das Licht an, indem du den Schalter betätigst. Ah ja, okay. Oh Mano. Ich möchte hier... Ja, bitte. Tada! Also ich weiß ja nicht, ich wollte gerade sagen, viel heller ist es nicht, aber ich kann ja mal den Lichtschalter betätigen. Was ist das hier? Eine Baulampe. Okay. Die Glühbirne fehlt. Ja. Aber kann ich hier das Brett noch mitnehmen? Damit hätte ich schon 2 von 4. Und was ist das, ein alter Anrufbeantworter? Oh ja. Dark Falls Heilanstalt. Sie werden gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Wie schade, dass du uns nicht besucht hast. Dann kommen wir eben zu dir.
Alter, was ist denn das für eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter? Niemand will so eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Oh, das habe ich auch. Oh, das kann ich auch nochmal anhören. Wie schade, dass sie uns nicht besucht haben. Jetzt werden wir vorbeikommen. Guck, das kann ich nochmal hören. Cool. Okay, ich überspringe das mal. Aber das ist ja cool, dass man das nochmal anhören kann. Großartig. Das Schloss zum Keller ist abgeschlossen. Es gibt doch sicherlich irgendwo einen Schlüssel dafür. Na gut. Ja, hier fehlen auch mehrere Schlüssel. Anscheinend will jemand partout nicht, dass man da unten hingeht. Vielleicht sollte ich das besser lassen. Ich meine nur. Hallo? Hallo, ich will hier nicht mehr sein. Warum bin ich noch hier? Ich gehe mal in die Küche. Huh. Da ist ein Brett. Kann ich das nehmen? Damit hätte ich schon drei Bretter. Was ist hier denn noch drin? Ein Schlangenemblem. Einmal zumachen. Gummihandschuhe. Damit kann ich den Hammer bestimmt nehmen. Kann ich da nochmal genauer reingucken? Sämtliche Messer fehlen. Hoffentlich hat das nichts zu bedeuten. Ich hab's gelesen. Nette Geschichte. Viel zu kurz. Mystery Valley. Sämtliche Messer fehlen. Hoffentlich hat das nichts zu bedeuten. Das ist nicht gut. Ich gucke aber in die anderen Schubläden auch noch rein. Nein, hier ist nichts. Okay, hier auch nicht. Oh. Oh, das habe ich schon fertig jetzt geguckt, oder wie? Ich war hier noch nicht fertig, Mann. Kann ich hier noch gucken? Ah nein, ich wollte... Eine Maus war da. Big Chill. Was ist das denn? Das ist mein Name. Holly, ne, das bin ich. Heather ist meine Schwester. Ah, wer ist denn Dahlia? Was für ein Albtraum. Okay, ja, wer ist Dahlia? Wir wissen es nicht genau. Wir wissen es einfach noch nicht. Das werden wir herausfinden, denke ich. Der Griff ist mit Klebeband umwickelt. Ich muss es entfernen. Okay. Das ist bestimmt jetzt eklig, Nase zu halten. Gleich stinkt's. Da ist eine Spinne. Hast du eigentlich Angst vor Spinnen oder hast du keine Angst vor Spinnen? Ich muss die Spinnenweben beseitigen. Hoffentlich steht da keine 10 Jahre alte Milchflasche drin. Ja, das ist wohl wahr. Kann ich das mit den Gummihandschuhen machen? Nein. Schon sehr doof, wenn man nicht im Recht ist, oder? Sehr gut. Oh, was ist das? Eine Schwarzlichtglühbirne. Im Kühlschrank. Mysteriös. Ich wollte den Backofen noch angucken. Und da oben, kann man nicht da auch gucken? Was ist hier noch? Nee, das kann ich nicht aufmachen. Das kann ich nicht. Das Wasser wurde noch nicht abgestellt. Hier könnte ich etwas befeuchten. Habe ich momentan nichts, was ich befeuchten wollen würde. Aber falls ich noch was finde, weiß ich Bescheid. Eine bizarre Truhe. Ein Arm scheint aber zu fehlen. Hier, guck mal, da an der Seite. Ich nehme mal den Bleistift mit. Na gut, da muss ich erst so einen Arm finden. Und was ist hier noch? Ah, hier geht das immer weiter. Aber pass auf, bevor ich weitergehe, ich habe doch die Gummihandschuhe gefunden. Und damit würde ich eigentlich ganz gerne versuchen, ob ich hier den Hammer nehmen kann, weil Gummi ja isoliert, ne? Ja, sehr gut. Oh, oh. Dreh dich doch um. Dreh dich doch um. Ich hab das nicht gesehen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kann ich hier eigentlich? Nein. Lass mich mal gucken. Jetzt habe ich doch die eine Glühbirne gefunden. Aber das ist ja eine für Schwarzlicht. Kann die hier trotzdem rein? Ja, tatsächlich. Ha, eine Baulampe. Die verbraucht aber ganz schön viel Energie. Warum ist hier eine Baulampe? Und warum kann ich die nicht anmachen? Na gut, aber da passte die Glühbirne rein. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit zu machen habe. Das leuchtet mir noch nicht so ein. Ich brauche auf alle Fälle noch Bretter. Guck mal, das kann ich doch nehmen bestimmt.
Jetzt fehlen mir, ich habe jetzt einen Hammer und ich habe Bretter, jetzt brauche ich noch Nägel. Ah, und hier liegen sie schon. Sehr gut. Kann ich das hier auch aufmachen? Das Schloss ist völlig verrostet und lässt sich einfach nicht mehr bewegen. Du fehlst mir so sehr, Holly. Ein Bild von meiner Schwester und mir. Wenn sie immer an mich gedacht hat, warum hat sie mich dann nicht kontaktiert? Das ist eine sehr gute Frage. Man weiß es nicht. Kann ich hier noch was machen? Die Griffe fehlen. Na, da habe ich leider auch nichts. Was ist... Ah, guck mal, hier ist das Schwarze, wovon ich in der ersten Folge so geträumt habe. Das sieht ja unheimlich aus. Solch ein Schloss habe ich noch nie zuvor gesehen. Oh, ich habe was aufgeschrieben. Hier sind wirklich viele verrostete Schlösser. Zum Glück sind die Schrauben rostfrei. Na gut. Aber ich habe ja noch keinen Schraubendreher, oder? Was ist das denn eigentlich? Selbst der Abtauknopf ist zugefroren. Sehr hilfreich. Ich muss das Eis irgendwie schmelzen, dann kann ich den Gefrierschrank abtauen. Oh oh, das hört sich alles nicht gut an. Was ist hier? Ha, wo habe ich diese Zeichnung schon gesehen? Ich habe keine Ahnung. Und was ist hiermit? Zum Glück wurden die Schrauben aus Edelstahl angefertigt. Ich brauche nur das richtige Werkzeug. Da bin ich mir ganz sicher. Außer mir ist noch jemand anders in diesem Haus. Ich bin doch nicht verrückt. Gegenstände befinden sich an anderen Stellen, wenn ich einen Raum erneut betrete. Ich höre Schritte. Und gestern habe ich es im Flur gesehen. Ich habe etwas gefunden, das eine Seite aus dem Tagebuch meiner Schwester ist. Hat sie auch dieses seltsame Mädchen gesehen? Ich weiß, dass ich jemanden gesehen habe. Ja, sogar direkt hinter dir. Das war unheimlich. Und ist das Blut? Das ist wohl Blut. Ah, vielleicht befindet sich etwas darin. Leider kann ich echt nichts erkennen. Ich muss das irgendwie beseitigen. Ja, allerdings werde ich mich damit erst in der nächsten Folge dann beschäftigen, würde ich sagen. Ich habe ja jetzt die Möglichkeit auf jeden Fall, ach so, ich kann hier auf meiner Karte ja mal gucken, hier die Treppe zu richten. Da habe ich jetzt ja die Sachen gefunden. Allerdings erst nächstes Mal. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und fürs Mitgruseln. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch.